Guten Morgen, das ist ein Alternativmodell. Das sage ich euch von Anfang an, das ist nicht für jeden geeignet. Aber mir bringt es in den letzten Wochen sehr viel, meine Vorsätze, die ich habe, nicht mehr laut zu formulieren und nicht öffentlich zu formulieren. Und warum das so ist und wie für euch das eine ganz andere Lebensqualität eröffnet, potenziell, das möchte ich euch heute berichten. Und zwar, wenn man sich Vorsätze macht, was ist das eigentlich? Man überlegt in dem jetzigen Moment, im Jetzt, über etwas, was in der Zukunft liegt. Dass man zum Beispiel sagt, aktuelles Beispiel bei mir, ich möchte weniger irgendwas essen, was nicht gesund ist. So. Und an einem Punkt im Leben, also im Jetzt, entscheiden wir dann, dass wir zum Beispiel beim nächsten Rohkost-Potluck, wenn danach alle essen gehen und irgendwie so veganes Fastfood essen, dass man dann sagt, nee, ich möchte jetzt nichts Ungesundes essen, sondern ich möchte halt einfach nichts essen in dem Moment. Aber in dem Moment, der dann kommt, in dem Jetzt, was dann folgt, da kann die Energie eine ganz, ganz andere sein. Man kann sich in diesem Moment, oder man fühlt sich vielleicht in diesem Moment wirklich einfach so, dass man jetzt das gerne tun würde. Aus einem sozialen Grund heraus oder weil man tatsächlich irgendwie Appetit auf etwas hat, im Sinne von, dass der Körper vielleicht irgendetwas braucht. Vielleicht hat man beim Rohkost-Potluck nicht gewisse Mineralstoffe zu sich genommen und hat dann in so einem veganen Döner einfach irgendwie die Tomate oder die Gurke drin oder den Salat, den man dann eben auch gerne essen möchte und abends hat dann halt eben kein Gemüsehändler mehr auf oder was auch immer. Aber die Energie zu diesem Moment ist einfach eine andere. Und dann ist man, wenn man sich dann dafür entscheidet, dass man eben, weil man jetzt gerade einen veganen Döner essen möchte, dann ist man, wenn man das tut und der vegane Döner einem wirklich gut tut. Ich habe gesagt, das Konzept ist nicht für alle, das ist ein Alternativmodell. Das geht schon an die Leute, die auch ganz genau wissen, was ist so eine Sucht oder was ist einfach so eine Komfortzone, die nicht unbedingt zuträglich ist. Sondern die wirklich auch differenzieren können, dass sie eine suboptimale Entscheidung im generellen Kontext, also einer, wenn man so gesund wie möglich essen möchte, dann sollte man keinen veganen Döner essen, sondern dann sollte man irgendetwas Vollwertigeres und Frischeres, Lebendigeres essen. Aber dass in diesem Moment für einen persönlich, das persönliche Optimum, und Ernährung ist eben nur eine der vielen Komponenten dazu zählt, also für Gesundheit, dazu zählt zum Beispiel Stressfreiheit, soziales Umfeld, all die Dinge, die dann noch dazu zählen, Abhärtung, auch ganz wichtig, Bewegung, Sport. Und dann entscheidet man in dieser Situation aufgrund der anderen Komponenten, die man natürlich in dem Vorsatz nicht mit inkludiert hat, weil man da überhaupt keine Beziehung dazu hätte herstellen können, sich für sein persönliches Optimum, hat aber dann ein schlechtes Gewissen, weil man hat sich ja vorgenommen, keinen veganen Döner mehr zu essen. Und das ist doch Irrsinn. Es ist doch Irrsinn, an einer guten Entscheidung, einer optimalen Entscheidung zu einem Zeitpunkt einen Zweifel nagen zu lassen an sich selbst, weil man sich etwas vorgenommen hat. Und zwar in der Vergangenheit, wo man die Situation noch gar nicht kannte. Und das ist ein Gedanke, der sehr, sehr interessant ist. Und immer als Alternativmodell gesehen. Und das gilt nicht nur für die Ernährung, das gilt für alle Vorsätze. Ich möchte nicht mehr, ein Thema von mir, ich möchte nicht mehr so dominant auftreten. Aber es gibt vielleicht irgendwo eine Situation, wo es sehr wichtig ist, dass ich dominant auftrete, weil zum Beispiel eine Gemeinschaft gerade Orientierung sucht und ja einfach es zu nichts kommen würde und alle beteiligten Personen da unglücklich drüber sind und dann froh sind, wenn einer die Initiative ergreift und sagt, hey, pass auf, so wird das gemacht oder einfach ein bisschen für Orientierung sorgt. Und dann müsste ich mich dann schlecht fühlen, weil ich dieses dominante Auftreten eigentlich ablegen möchte in einer größeren Gesellschaft. Aber in diesem Moment, dass er wichtig ist, dasselbe gilt bei einem Vortrag. Wenn ich einen Vortrag halte und dann nicht dominant auftrete, dann ist das nicht so inspirativ, würde ich sagen, als wenn ich zurückhaltend auftrete oder wie wenn ich zurückhaltend auftrete.
Und das sind halt alles solche Beispiele, die dazu geführt haben, dass ich die Vorsätze nicht mehr laut formuliere oder generell die Vorsätze mir auch einfach nur denke und dann sage, okay, ja, das ist so generell wichtig, aber in diesem Moment ist das dann so. Und an einem anderen Zeitpunkt mir die Freiheit erlaube, zu sagen, okay, ich habe so generell ist es schon ganz wichtig, aber in diesem Moment möchte ich das einfach anders handhaben. Und das mit dem nicht laut sagen, das hat noch eine weitere Bewandtnis. Nämlich, wenn ich den Vorsatz anderen mitteile, die messen mich dann auch an diesem Vorsatz und sagen, hey Christian, du hast dir vorgenommen, das nicht mehr zu machen. Und dadurch steigt auch diese Komponente, dass ich mich schlecht fühle, durch die Reflexion des Außens, also durch andere Menschen. Und wir sind alle irgendwo auch abhängig von unserer Umwelt. Und natürlich auch von dem, was andere sagen. So sehr man natürlich auch transzendent sein kann in gewissen Situationen. Aber generell zu sagen, man ist nicht davor gefeit oder man ist nicht davon abhängig, was andere sagen. Ich glaube, das wäre gelogen. Ich glaube, keiner ist komplett unabhängig davon, was andere sagen. Und wenn man das dann mitteilt, die Vorsätze, dann muss man sich auch dran messen. Und dann ist es oft so, dass einige Menschen, glücklicherweise habe ich nicht das Problem, aber viele Menschen bleiben dann so lange in diesem Vorsatz drin, wie es für sie irgendwie nur möglich ist. Und nicht so lange, wie es gut für sie ist. Zum Beispiel, auch wieder Ernährung, weil das auch ein großes Thema auf dem Kanal ist. Es gibt Menschen, die leben vegan. So. Die leben vegan, aber nicht vollwertig vegan. Und sie haben sich eine Existenz aufgebaut als YouTuber, Social Media Plattform, wo auch immer, aber in den Medien und gelten als Veganer. So. Und jetzt sind sie, und ihr Optimum ist irgendwann, dass sie sich vollwertig ernähren. Sie schaffen es irgendwie nicht, eine vollwertige vegane Ernährung zusammenzubasteln, weil sie sich zu faul sind zu informieren. Und für die Leute wäre es tatsächlich manchmal sinnvoller, dass sie einfach Fleisch konsumieren, weil das in gewissen Dingen einfach eine gewisse Vollwertigkeit erzeugt, die einfacher ist, als wenn man sich einseitig vegan ernährt, wie zum Beispiel veganes Fastfood. Und ja, und die Menschen, für die wäre es dann tatsächlich sinnvoll, einfach wieder Fleisch zu essen. So, das machen sie aber nicht. Sie wollen einfach diesen veganen Status beibehalten. Und ja, und das ist halt ein großes Problem bei vielen Vorsätzen, die man hat, dass man dann so in dem Ding drin ist, weil man es formuliert hat, weil man bei anderen Erwartungen auslöst, dass man nicht mal sein Optimum hat. Und deswegen finde ich es extrem wertvoll, dass die Menschen wirklich diese, oder es ist, nee, ich möchte es wirklich nicht als generelles Konzept verbreiten. Ich möchte, es soll eher so wirklich so eine Inspiration sein. Eine Inspiration für die Menschen, die tatsächlich irgendwo einen Zugang dazu haben, zu ihrem Sein, zu ihrem Ich, zu ihrem Herzensweg, wie ich das mal ausdrücken möchte. Weil es ist immer optimal, in dem aktuellen energetischen Kontext nach seinem Herzen zu handeln. Und wer das tut, wer sozusagen den Zugang zu seinem War Spirit, zu seiner grundlegenden Energie hat, der trifft immer die Entscheidung im Jetzt und nicht im Vorfeld. Und für den ist eben so ein Vorsatz gefährlich. Und das möchte ich euch einfach als Gedanken rüberbringen, der mir in den letzten Wochen sehr viel geholfen hat. Bei mir konkret kann ich sagen, hatte ich auch schon angedeutet, mit diesem ein Vorsatz von mir oder der größte Vorsatz derzeit eigentlich ist, nicht mehr so dominant aufzutreten, wenn es in der Gesellschaft von Menschen, wenn es in die Gesellschaft von Menschen geht. Und ja, und da gibt es eben Sachen, wo ich das tatsächlich besser energetisch in diesem Moment doch tue. Aber es gibt noch viele Situationen und die sind oft genug, dass ich einfach, ja, das gefällt mir nicht. Ich möchte da einfach ruhiger sein. Ich möchte mehr anderen Menschen Raum geben, als dass ich den Raum einnehme. Und dazu mache ich noch ein eigenes Video. Ich hatte nämlich eine interessante Erfahrung, wo ich das zwangsweise tun musste, aufgrund meiner Stimme. Das kommt sicherlich dann auch noch. Gut. Inspiration, Vorsätze mal nicht treffen oder vielleicht so ein bisschen reflektieren, aber dann auf keinen Fall laut aussprechen und wirklich im Moment entscheiden. Könnte man dadurch zufriedener werden?
könnte man dadurch effektiver und sinnvoller leben? Mehr in den Flow kommen? Mehr im Flow sein? Ich glaube schon. Was denkt ihr? Schreibt es unten in die Kommentare. Alles Liebe.